Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Feuerrot. In diesem Teil wollen wir unseren nächsten Orden holen. Erstmal gucken, ob ich, Pokémon geheilt sind. Hau ich einen Sprudel rein. Und einen Etter. Wo ist der Etter? Wo ist er denn? Etter, da ist er. Auf Psychokinese. So. Der Arenaleiter hier ist ein Gift-Arenaleiter. Das heißt, Psycho ist hier im Vorteil und Boden. Und dadurch, dass mein Schmusi ja Psychokinese kann, ist es eigentlich gar kein Problem. Also das werden wir locker hinbekommen. So, er setzt ein Smogon ein, Entschuldigung. Psychokinese setze ich ein. Und bam, ja genau. Sehr effektiv, er ist besiegt. Level up, nicht schlecht. Als nächstes setzt sein Slimog ein. Da bleibe ich trotzdem bei Schmusi. Nochmal Psychokinese. Ja, und das one-hittet ihn genauso. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass jede Attacke ihn one-hittet, aber das soll mir natürlich auch recht sein. Als nächstes setzt er nochmal ein Smogon ein. Da setze ich nochmal Psychokinese ein. Ja, und weg ist er. Und dann setzt er ein Smogmog ein als letztes Pokémon. Da bleibe ich natürlich auch bei Schmusi und Psychokinese. Ja, cool, das reicht auch. Somit haben wir unseren fünften Orden gewonnen. Ich glaube, der fünfte ist es. Ohne größere Schwierigkeiten, würde ich mal sagen. Das war kein Problem. Ja, Seelenordens, bla. Kann ich jetzt Surfer einsetzen und bekomme ein TM. TM06 ist Toxin. Und dadurch, dass wir jetzt Surfer einsetzen können, kommt mir gerade die Idee. Ja, dass ich auch Surfer meinem Elmo beibringe. Jawohl. So, Aquawelle. War eine super Attacke eine ganze Zeit lang. Aber jetzt ist die Zeit für Surfer gekommen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine bessere Attacke. So. Und dann würde ich jetzt mal sagen, wenn wir den Weg hier rausfinden, geht's ab nach Saffronia City. Weil dort wartet das nächste oder die nächste Arena und das nächste Abenteuer auf uns. Wir waren zwar schon mal kurz in Saffronia City, aber nur um die TM29 zu holen, Psychokinese. Aber erstmal Pokémon heilen. So, also dann auf nach Saffronia City. Ach, scheiße. Ich habe kein Opfer dabei, das fliegen kann. Ja, dann noch mal kurz an PC. Jetzt PC. Das Opfer brauche ich momentan nicht. Dann nehme ich da das Taubsi da. Das kann fliegen. So. Und dann ab nach Saffronia City.
Diesmal aber wirklich. Jawohl. So, dann erkundigen wir das mal kurz so. Also der labert nur Müll. Hier kriegen wir Psychokinese, da waren wir schon kurz drinnen. Und haben die TM geholt. Hier ist auch wieder ein Rocket-Trüppel. Da ist das Silfco-Gebäude. Da ist auch wieder ein Rocket-Trüppel. Also es wird darauf hinauslaufen, dass die... Hier kommen wir gar nicht rein. Dass die Stadt voller Team Rocket-Trüppels ist. Und wir die davon befreien müssen. Arena können wir auch nicht. Pokémon Trainer Fanclub will keiner rein, in den Markt auch nicht. Also, in Silfco gehen wir jetzt rein. Jawohl. Und wollen erstmal auf die oder Team Rocket auf die Schliche kommen, warum es denn hier ist. So. Aber vorher setze ich erstmal das Murphy an erster Stelle. So, und dann haben wir hier, der beleidigt mich, wie immer halt. Haben wir hier den ersten Trainer. Und er setzt einen Golbat ein. Ha! Und ich habe gerade Murphy an erste Stelle gesetzt und wurde mal natürlich wieder belohnt. Jetzt erstmal Donnerblitz. Kabam! Nächstes setzt er Zubat ein, da kann ich natürlich bei Murphy bleiben. Donnerblitz. Kabam. Ja, aber irgendwie sind die Trainer hier vom Level her ein Witz, oder? Ich meine, ich bin fast 40 und die sind hier auf 25. Was soll denn das? Setzt nochmal ein Zubat ein. Und nochmal Donnerblitz. Kabam. Radikal, da kann ich auch bei Murphy bleiben, weil mein Murphy auch eine Kampfattacke hat. Zack, weg ist er. Auch das ist super effektiv. Sehr effektiv, super effektiv. Zum Englischen ist super effektiv, ja. Daher sage ich super effektiv. Als nächstes setze nochmal Zubat ein. Da setze ich natürlich wieder gern Donnerblitz ein. Und schon grüßt er seine Zubat-Kollegen, die im Friedhof. Die anderen, wo wir auch vorher im Friedhof geschickt haben. Oder soll ich die Hölle sagen? Nee, sagen wir Friedhof. Ja, hier ist noch ein Rocket-Trüppel. Ich habe hier nichts verloren. Ja, dann schmeiß mich doch raus. Versuch's doch, du. Ein Tragosso. Oh, da ist jetzt Murphy nicht die perfekte Wahl. Aber ich habe ja auch eine Normalattacke. Slam und Bam. Und mit der Normalattacke sollte ich das Dragosso eigentlich auch locker wegkriegen. Genauso ist es. Level 40, nicht schlecht. So, als nächstes setzt er nochmal ein Zubat ein. Ja, da bleibe ich natürlich bei Murphy und setze den Donnerblitz ein. Und dann müsste die Sache schon erledigt sein. Der Drops ist gelutscht. Der Drops ist gelutscht, ja genau. Der Drops ist gelutscht. So heißt es. So. Ich sehe schon, wir sind schon wieder bei fast 9 Minuten 30. Ich würde sagen, ich mache hier Schluss für diesen Teil. Setze aber Elmo an erste Stelle, damit das dran ist. Und dann sage ich schon mal Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin dann. Ade, wasche.